Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Letzten Part haben wir hier auf der Insel so einen komischen Typ begegnet, der eine modrige, vergammelte Höhle sucht und nie wieder Sonne sehen will und ein Ding für uns hat. Und in der Höhle haben wir selber irgendein neues legendäres Gegenstand-Hinweis gefunden. Und da ist der legendäre Gegenstand, das blutgedrängte Tuch. Jawohl, habe ich mir fast gedacht, dass es hier rumliegt. Weil es ja hieß, es ist ganz in der Nähe irgendwo. Da liegt doch noch was. Da ist ein schwerer Goldsack, jawohl. Okay. Gut, und jetzt haben wir in dieser Höhle vier Ratten beseitigt und der komische Typ hat gemeint, ja, ich will die Höhle ganz für mich alleine. Also meint er damit wahrscheinlich auch, dass er keine Ratten in dieser Höhle haben will. Wer möchte schon Ratten in seiner Behausung? Ja, da ist ein bisschen Zeug drin, schön. Und ja, jetzt haben wir diese Höhle hier bereinigt, sage ich jetzt mal. Und jetzt werden wir ihn davon erzählen, dass wir die Höhle für ihn haben. Schwimmen wollte er auch nicht, also es trifft sich gut. Er kann den Rest seines Lebens in dieser Höhle verbringen. Und er hat uns wahrscheinlich, in der letzten Folge hat er uns für ein Proviant und Fusel hat er uns 300 Gold gegeben. Wahrscheinlich, weil er dachte, dass Gold total wertlos ist auf dieser Insel. Weil er fernab von jeglicher Zivilisation ist. Und wenn man fernab von jeglicher Zivilisation ist, ist Gold gar nichts wert. Da ist nur Essen und Trinken entscheidend. Alles andere ist wertlos, weil mit Gold kann man nicht überleben, auch wenn es noch so wertvoll ist. So ist das. So ist das. So, dann schauen wir mal hier. Oh, da könnte ich hochklettern, oder? Ja, aber ich will da nicht hochklettern. Dann komme ich nur dahin hoch, wo ich auf der anderen Seite auch hochkommen würde. Irgendwie finde ich, dass diese mächtigen Angriffe gar nicht so viel bringen, diese aufgeladenen, weil der Dreier bringt meistens mehr als ein aufgeladener und wirft den Gegner auch noch zu Boden. Und wenn der zu Boden geworfen ist, kann man meistens schon wieder den ersten normalen Angriff machen. Hey, eine fliegende Muschel. Und deswegen glaube ich, dass eine stinknormale Dreier-Kombo besser ist als ein aufgeladener Schlag. Vor allem ist ein aufgeladener Schlag halt sehr leicht zu unterbrechen, weil er so langsam ist. Ein langgezogenes Langsam. So. Dann fressen wir noch ein bisschen Proviant. Das jetzt auch schon wieder langsam weggeht, weil ich sehr unvorsichtig spiele, muss ich auch sagen. Ich spiele sehr, sehr unvorsichtig. Ja, und das nächste ist, das ist das letzte, was wir auf der Insel erkunden müssen. Wenn wir das erkundet haben, dann heißt's Abmarsch zur nächsten Insel. Beziehungsweise eine Quest, glaube ich, haben wir sogar noch zu erledigen, die wir erledigen können. So, Bran. Ich habe eine geeignete Hülle für dich gefunden. Ach ja? Wo ist sie? Gleich hier auf der Insel. Du musst nur ein Stück um den Hügel herumgehen. So, so. So wie ich das sehe, haust in jeder Höhle Viehzeug. Hast du das auch beseitigt? Ja, natürlich. Ja, da waren nur ein paar Ratten. Sehr gut. Die nächste Ratte, die sich in die Höhle traut, wird einen guten Braten abgeben. Du hast doch nicht vor, sie zu essen. Natürlich. Man darf nicht wählerisch sein. Und da du mir geholfen hast, sollst du natürlich nicht leer ausgehen. Hier. Außerdem ernenne ich dich zu meinem ersten Offizier. Danke. Aber nein, danke. Ah ja, okay. Okay, gut, alles klar. Ja, dann habe ich halt so ein paar Kleinigkeiten bekommen von ihm, auch nicht schlecht. Ja, und jetzt haben wir hier wirklich alles erkundet. Fast alles. Es gibt zwei Orte, die ich noch nicht erkundet habe. Und zwar diesen Höhlendurchgang und das hier. Und das schauen wir uns jetzt noch schnell an. Bevor wir diese Insel verlassen. Das ist nämlich der kurze Weg gewesen, den wir nicht gegangen sind, weil ich mich natürlich immer für den langen Weg entscheide. Und siehe da, da hinten ist tatsächlich noch ein Viech. Gut, dass ich so ein einprägsames Gedächtnis habe, wenn es in solchen Spielen um Erkundung geht. Au, das war... Wäre fast in die Hose gegangen. Ja, egal, diese Viecher machen eh kaum Schaden. Aber es muss ja nicht sein, dass man sich von jedem Deppen treffen lässt. So, dann schauen wir das hier auch und dann gehen wir dann noch durch die Höhle durch. Vielleicht ist da was Interessantes für uns. Ah ja.
Jetzt haben wir den Typen auch noch fertig gemacht. Na, ganz toll. Der ist befreundet. Warum haust du ihn um? Brown. Nein, ich will nicht mit dir reden. Verpiss dich. Eieieiei. Hoffentlich steht der auch mal wieder auf. Ich will jetzt nämlich mit ihm reden. Ah, da liegt noch ein Dunkeldörrer. Machen wir es mal schnell so. Ich glaube, das ist einfacher. Und hoffentlich ist er nicht beleidigt. Das kann nämlich auch noch passieren. Entschuldigung, dass ich dir dein Leben gerettet habe und du nur bewusstlos geworden bist. Nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Du bist scheiße. Das Spiel sagt, ich muss jetzt sauer auf dich sein. Deswegen bin ich das auch. Auch wenn du mir mein Leben gerettet hast. Schauen wir mal. Brown. Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Nein. Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Logo. Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst? Yep. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Was laberst du? Was ist mit dir passiert? Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Wo ist dieser Gnom? Oh, das willst du gar nicht wissen. Er bewacht den unteren Ausgang dieser Höhle, damit ich nicht zurück kann. Er hat mir meinen Rückweg abgeschnitten. Aha. Na, ich werde dafür sorgen, dass der Gnome abhaut. Man haut keine Gnome. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Warte einfach hier. Die Jugend. Sag dem Monster, dass er ins Lager gehen soll. Hier kann ich nicht mit ihm reden. Aha, der gefährlichste Gnome der Welt. Wenn man vollgedröhnt ist vielleicht, ja. Die Viecher gibt es wirklich überall. Okay, wo ist denn dieser Racker? Da unten steht er schon. Schauen wir mal, was es mit diesem Racker auf sich hat. Oh, noch ein Homie. Racker hat Angst. Ihr Homies verrückt. Ihr alle verrückt. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Sag Brownie, dass er in Lager kommen soll. Raka wird warten. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Ja, so war es auch. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Ja, ist doch egal. Bla 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 bla. Habe ich schon alles. Alles habe ich schon erledigt. Pilze, Monster, ja. Haben wir schon alles erledigt. Das ist das Problem, wenn man in der verkehrten Reihenfolge mit irgendwelchen Leuten spricht. So. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen.
Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. Ja. Okay. Haben wir auch erledigt. Haben wir wieder einen Menschen gerettet und jede Menge Gold bekommen. Wir haben jetzt wie viel Gold? 4000 schon wieder. Das ist nicht schlecht. Wir haben in einer der letzten Parts auch Schmuckschmied. Wie sagt man dazu? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall Schmuckstücke mit Schmieden herstellen. Goldschmied. Goldschmied heißt in Risen 1 zumindest. Ich weiß nicht, wie es hier heißt. So, und jetzt gehen wir noch hier runter. Dann, glaube ich, haben wir hier wirklich alles erkundet und entdeckt. Ob wir alles entdeckt haben, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass wir alles entdeckt haben. Es gibt schon in diesem Spiel wirklich viele Geheimnisse. Man würde mich sehr wundern, wenn ich beim ersten Durchspielen wirklich alles finde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind immer noch die Macher von... Oh. Ne, hier war ich schon. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich glaube schon. Sieht alles so leer aus. Oh, ich glaube, hier waren wir schon. Welche Höhle war denn das? Das war die Höhle da unten. Ja, doch, das haben wir schon. Gut, dann habe ich hier alles erledigt. Schauen wir noch einen Aufstieg bei den Wachen. Böse Blicke. Ja, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Was ist denn Waffenquest? Dann werde ich Waffenschmied lernen. Mal gucken. Legendäre Gegenstände. Da haben wir einige. Das interessiert mich jetzt aber nicht, was wir für legendäre Gegenstände haben. Ich gehe jetzt zum Hafen. So. Und wir müssten, soweit ich es recht in Erinnerung habe, noch zum Schiff gehen. Glaube ich, hat mir einer der Magier gesagt. Schauen wir mal, was wir hier beim Schiff machen müssen. Such dir wen anders zum Reden. Okay. Schauen wir mal, was wir hier beim Schiff machen müssen. Da ist meine Schaluppe. Ah ja, hier ist... Ich glaube, das sind nur Kadetten, oder? Ja, das ist nur ein Niemand. Das ist auch ein Niemand. Und das ist der Lehrer. Ab jetzt führe ich die Galeere der Magier. Aber... Keine Widerrede. Der Befehl kommt von ganz oben. Na schön. Aber wehe, sie bekommt einen Kratzer. Dann kriegen wir Ärger. Ich mach das schon. Ich bin Seefahrer. Wie du meinst. Befehl ist Befehl. Was ist? Dann werden sie sich schon melden. Aber ja. Großes Schiff. Verfügbar. Du kannst jetzt mit der Magier-Galeere in See stechen. So, du nicht nur, auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Ah ja, okay. Ich habe mal... Gut, sehr gut. Wir können jetzt quasi an Steuer gehen, aber dadurch, dass ich jetzt das große Schiff habe, können wir jetzt auch wieder zu jemand anderen gehen, ne? Das wusstet ihr sicher noch, dass wir hier zu dem anderen Typen können. Nicht zu Zack hier. Auch nicht zu ihm. Aber wir könnten, wenn ich schon diese ganzen Namen hier lese, wir könnten mal runterschauen, ob unten noch jemand Arm drücken oder so machen will. Nee. Nee, die haben alle nichts Neues für uns. Keine neuen Dialogoptionen und keine neuen sonstige Sachen. Da hinten auch nicht. Okay. Dann Wasserfass. Dann Wasserfass. Bisschen regenerieren. Und jetzt gehen wir zu... Ach so, der ist gar nicht mehr hier. Der ist, wie es aussieht, automatisch schon Schiff. Na gut. Komme ich jetzt auch irgendwie anders zum Schiff zurück? Na gut, dann gehen wir mal zum Schiff und segeln auf eine neue Insel. Beziehungsweise ich bin gerade im Überlegen, ob ich nicht erst eine alte Insel fertig machen sollte oder ob wir uns jetzt eine neue Insel anschauen. Ich persönlich würde lieber gerne nochmal nach Takarigua und Antigua gehen und dort... Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Habe ich mich gekratzt? Verzeihung. Zu den alten Inseln erstmal und die erstmal abschließen, weil wir haben da auch noch Quests zu erledigen, so ist es ja nicht. Und auch noch Gebiete zu erkunden. Und ich glaube, genau das werde ich auch machen. In See stechen.
Ja, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir können auf Takarigua gehen und dort noch einen legendären Gegenstand holen oder auf Antigua oder zur Krabbenküste. Kila. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Antigua und holen dort noch ein Sichtding und machen die Schattenwelt. Klar. Schattenreich dort auch noch, klar. Das dürfte nicht lange dauern. Das werden wahrscheinlich höchstens 2 oder 3 Parts werden, denke ich mal. Und, sollte eigentlich recht flott von der Hand gehen. Horax verlässt die Gruppe. Shax verlässt die Gruppe. Du erreichst Antigua. Shax verlässt die Gruppe. Okay, vielleicht hat sich jetzt Shax auch resettet. Den vergesse ich hundertprozentig, wenn ich jetzt, Hey, hör mal. Irgendwo vor der Küste soll ein großer, dunkler Fleck unter Wasser vorbeigezogen sein. Es heißt, er sei größer als ein Schiff. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch ich fürchte, wenn es uns angreift, ist es zu spät, noch Fragen zu stellen. Also sei vorsichtig und rechne mit einem Hinterhalt, wenn du in See stichst. Der Tod des verräterischen Schattenlords auf Taranis geht dann wohl auf dein Konto. Yep. Reife Leistung, mein Freund. Wenn's nach mir ginge, könnte es ruhig so weitergehen. Wer ist Neron? Ich habe meine... Ach so. Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polypirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Der ist lustig, der gefällt mir. Ich werde jetzt speichern. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt steche ich nochmal in See. Gehe nochmal nach Taranis. So, werde die Videosequenz überspringen. Verfolge das Seemonster und... Was? Warte mal ganz kurz. Ich werde nochmal schnell laden. Ah, wieso ist jetzt hier plötzlich ein Seemonster? Ganz toll. Da vorne ist es. Ich hab's gesehen. Seemonster. Es kaut bestimmt noch links ab. Warum ist da ein Seemonster? Was von hinten? Wo ist es denn? Okay, ich sehe es nicht. Hallo, Seemonster? Ja, warst doch gerade irgendwo, oder? Ich hab's doch gerade gehört. Hallo? Hallo, Seemonster? Da hinten ist es, okay. So, jetzt habe ich dich aber. Nein, nicht wieder abtauchen, du Penner. Wo kommt es als nächstes? Ach, da ist es. Okay, wenn ich jetzt wieder dort bin, dann ist es wieder weg und dann ist es wieder hinter uns, ne? Hundertprozentig. Ah ja, jetzt komm her. Ich ramm dich. Natürlich taucht es ab. Natürlich taucht es ab. Ah, ich hab's gerammt. Und jetzt? Irgendwie ist das... Ach Gott, was muss ich denn machen? Ich verstehe das nicht. Ach so, ich muss schießen. Oh mein Gott, Dutch-Steuerung. Oh mein Gott, Dutch-Steuerung, hey. Oh Gott, nicht wieder hinter uns, da muss ich wieder umdrehen. So. Weiterdrehen, weiterdrehen. So. Sehr schön, ich kann durch die Wellen durchsehen. So, und
So, stirb! Ja, ich hab's wieder einmal getroffen. Juppidu. Aha, das kann sich ja nur um Stunden handeln, ne? Bis das Viech tot ist. Wo erscheint es denn als nächstes? Oh Gott, das dauert ja ewig, bis das Viech stirbt. Okay. Ich habe überhaupt kein Gespür für die Kanone, muss ich zugeben. Ja, ich habe schon gesehen, dass es da ist, aber es ist irgendwie immer wieder da und weg und... Oh Gott, das dauert ja ewig, bis das Viech stirbt. Oh nee, das ist ja voll scheiße. Ich wollte doch schnell hin und her reisen, damit ich... Wo ist es denn jetzt schon wieder? Ja, ich kann mich auch mitten auf der See mit dem Boot drehen. Ach komm, was ist das für ein Scheiß? Also das ist echt beschissen und nur nervig eigentlich. Und die Videosequenz fehlt mir irgendwie auch, weil ich dachte, ich reiste nur an Land. Wo ist es denn? Och, meine Freunde, was ist denn das jetzt für ein dummer Kampf? Den hätte man sich echt sparen können. Da hinten ist es. Jetzt habe ich es gesehen und jetzt verschwindet es gleich wieder, ne? Natürlich. Gott, das ist am Arsch der Welt. Das kann ich doch nie treffen. Okay, ich hab's getroffen, aber trotzdem. So, und jetzt frisst das, du Penner. Oh Gott, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Schaden angerichtet, hey. So, wo kommt es als nächstes? Sag mal, kann ich rückwärts fahren mit dem Boot? Nee, bin ich. Wenigstens das geht nicht. Da vorne ist es. So. Ja, friss das. Okay, das ist zumindest ist es jetzt auf die Hälfte runter. Jetzt habe ich es langsam raus, wie es geht. Kommst du? Okay. So. Habe ich jetzt am wenigsten einmal getroffen? Ja, zweimal, glaube ich, habe ich getroffen. Da ist es. Es taucht unter und Bones sagt, da ist es. Mhm. Okay, ich bin jetzt eh gleich tot. Dann war alles umsonst und dann können wir alles nochmal machen. Okay, das wird noch knapp. Das wird noch spannend. Nein, Ende. Naja. Ja, genau, Spielstand laden. Dann laden wir mal schnell den Spielstand. Wenn der Gegner so stark ist, soll es zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Ja, sehr schön. Okay, ich reise jetzt, ich beende jetzt mal den Part und im nächsten Part reise ich wieder zurück, um das mit Shikes zu machen oder Chicks oder wie der heißt und schauen wir mal, ob der da ist und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann machen wir auch diese Seeschlacht und dann skippe ich auch nicht die Filmsequenz. Bis dann und ciao, ciao, euer Blackie.